Es war im Sommer 2019, als sich das Leben von Nina Jäger aus Kaiserslautern schlagartig veränderte. Unter der Dusche fühlte die 22-Jährige einen Knoten in ihrer rechten Brust. Ihr Frauenarzt diagnostizierte nach der Tast- und Ultraschalluntersuchung zunächst ein gutartiges Geschwulst. Die verschriebenen Medikamente wirkten nicht. Nach einer anschließenden Biopsie folgte der Schock. Als die Schwester dann zu mir sagte, oh, Sie sind heute alleine hier, dann wusste ich eigentlich schon, dass es wahrscheinlich Brustkrebs sein wird. Dann hat mich die Ärztin aufgerufen und hat mir die Diagnose mitgeteilt. Und dann war ich eigentlich wie versteinert und schockiert. Ihre Familie und Freunde waren fassungslos. Vor der Diagnose gab es keinerlei Hinweise auf eine so schwere Erkrankung. Ihre Mutter erinnert sich noch genau an den Moment, als Nina anrief. Ich habe in den ersten Tagen wenig geschlafen, viel geweint und Gefühle kamen hoch wie Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Warum ausgerechnet meine Tochter? Sie ist doch erst 22, sie ist noch so jung. Junge Frauen wie Nina Jäger erkranken zwar seltener an Brustkrebs als ältere, aber laut einer internationalen Studie steigt die Zahl der unter 40-jährigen Patienten an. Zudem sind die Tumore bei ihnen sehr aggressiv. Ein Drittel der jungen Betroffenen überleben den Brustkrebs nicht. Daher ist es wichtig, dass der Tumor gerade in diesem Alter frühzeitig erkannt und schnell behandelt wird. Nina Jägers Arzt vom Universitätsklinikum Homburg leitete damals gleich mehrere Diagnoseverfahren ein, um das Ergebnis der Biopsie abzusichern. Die feingewebliche Untersuchung hat ergeben, dass ein Brustkrebs, sprich ein Mammakarzinom hat. Daraufhin wurde noch die Untersuchung ergänzt, das heißt wurde Ultraschall gemacht, eine Mammographie, Kernspintomographie und eine Bildgebung, indem man die Fernmetastasen ausgeschlossen hatte bei ihr. Der Tumor in Nina Jägers Brust hatte also nicht gestreut. Ihr Arzt riet der begeisterten Handballspielerin, möglichst schnell mit der Chemotherapie zu beginnen. Angst vor der Krebserkrankung hatte die 22-Jährige zu keiner Zeit. Klar denkt man darüber nach, dass man an dieser Erkrankung sterben kann, aber da ich mich in Homburg sehr gut aufgehoben fühle, gehe ich davon aus, dass die Ärzte mich eigentlich wieder gesund machen und es mir nach dieser Zeit dann auch wieder gut geht. Inzwischen hatte die Chemotherapie begonnen. Die Wirkstoffe wurden in Form von Infusionen, Spritzen oder Tabletten verabreicht. Bei einer Brustkrebserkrankung wird die Chemotherapie noch vor der Operation durchgeführt. Die Ärzte können mit Ultraschallaufnahmen parallel prüfen, ob die Therapie anspricht. Zusätzlich bekommen sie noch Antikörper, damit der Knoten kleiner wird. Und ungefähr alle 6 Wochen kontrollieren wir mit dem Ultraschall, wie der Knoten sich verhält unter der Chemotherapie. Bislang hat sie die Chemotherapie sehr gut vertragen und der ganze Zyklus von der Chemotherapie dauert ca. 5 bis 6 Monate oder nach dem Anschluss daran erfolgt die Operation von der Brust. Über die Ursachen des Anstiegs von Brustkrebserkrankungen bei jungen Frauen wird gerätselt. Risikofaktoren wie Rauchen oder Übergewicht spielen möglicherweise schon in jungen Jahren eine Rolle, ebenso Hormone. Ein Zusammenhang zwischen hormoneller Verhütung und einem erhöhten Brustkrebsrisiko ist bekannt. Allerdings abhängig davon, wie lange eine Frau zum Beispiel die Pille genommen hat. Auch eine erbliche Vorbelastung kann zu einem Mammakarzinom führen. Das konnte bei der 22-Jährigen ausgeschlossen werden. Mit der Operation versuchen die Ärzte, möglichst viel von der Brust zu erhalten. Und bei Frau Jäger würde diese Variante in Frage kommen, wo man eigentlich ja nur den Drüsenkörper entfernt, Hautmantel belässt. Und um die Brust nochmal zu formen, gibt es dort auch mehrere Möglichkeiten. Aber die erste Möglichkeit in solchen Situationen ist es dort mit einem Implantat, mit einem Silikonimplantat, die man einlegt, damit man die schöne Brustform wiederherstellt. Nina Jäger bekommt neben der medizinischen auch psychologische Unterstützung, um die Erkrankung seelisch zu verarbeiten. Damit sie nicht alleine ist, begleitet ihre Mutter sie so oft es geht zu den Gesprächen und Untersuchungen. Sie verbringen auch sonst mehr Zeit miteinander als früher. Das gibt beiden Kraft und Hoffnung. Die Krebserkrankung ist zwar immer im Hinterkopf, das belastet auch sehr, aber nichtsdestotrotz verlieren wir unseren Humor nicht, haben unseren Spaß und lachen gerne. Ja, und es gibt eigentlich nur ein Ziel, das heißt Heilung und Leben. Dabei helfen ihr auch ihre Mitspielerinnen,
Der Zusammenhalt in der Mannschaft tut ihr gut. Selbst spielen kann die 22-Jährige zwar momentan nicht, doch davon lässt sie sich nicht unterkriegen. Ich wusste, dass jetzt auf mich eine schwere Zeit zukommen wird, aber aufgeben ist für mich keine Option. Deswegen stecke ich mir immer täglich Ziele, die ich erreichen möchte und habe hier auch ein super Umfeld, die mich unterstützen. Nina Jäger und ihr Team sind zuversichtlich, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sie den Tumor besiegt hat und endlich wieder auf dem Spielfeld steht.